Oh cool, das kann springen. Achso, aber anscheinend nicht auf Kommando, sondern nur wenn das Pferd Bock hatte. Oh lol, ich erinnere mich daran. Das ist super nervig, diese Drohnen, die jetzt hier überall rumfliegen. Wir müssen ein bisschen Gummi geben, mal. Ich glaube, ich habe den richtigen Laufweg genommen. Ich glaube, die sehen uns nicht mehr. Okay, jetzt müssen wir nur irgendwie da hochkommen. Aber hey. Hey, da ist plötzlich ein Pferd, Ach, egal. Schläft der oder guckt er die Blumen an? Der guckt die Blumen an. Oh, wie süß. Beachte mich gar nicht. Beachte mich gar nicht, ich bin gar nicht da. Ich bin nicht da, nicht da. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall den Weg durch die Felsen und nicht den Weg über den Weg, weil, naja, das ist jetzt so offensichtlich. Wenn ihr den Weg geht, weißt du, alle Leute rechnen damit, dass ihr den Weg geht. So, Steine aufheben ist immer eine gute Idee, weil die liegen da normalerweise aus einem guten Grund. Hier hochkomme, müsste ich da oben auf dem Felsen eigentlich wieder stehen können. Kann ich ein bisschen Ausdauer sammeln. Das ist noch nicht, was jetzt hier der schlauste Weg hoch ist. Ja, ich habe schon ein Pferd. Ich wollte mir auch eigentlich noch die antike Pferderüstung holen, aber der Ort, der in der Quest beschrieben ist, an den erinnere ich mich leider gerade nicht. Und da ich noch nicht, ich habe leider auch noch nicht genug von der Karte aufgedeckt, als dass ich den jetzt finden würde. Jesus. Ist denn nur der eine Typ? Hier eigentlich nicht noch Gegner sein oder soll diese Truhe bewachen? Oder gammelt die Truhe hier einfach nur rum? Ist das so ein Mimic-Ding? Ist das wie ein Dark Souls, wenn ich die. Oh, cool. Das soll ich mir eventuell markieren, glaube ich. Ah, da ist noch so ein Echsenvieh, aber das hat irgendwie nicht gemerkt, dass sein Teammate gestorben ist. Oh, 5 Bombenpfeile, lol. Das war nicht so schlau.
Ja. Weil bleibt bei mir. Okay. Was ist jetzt der Trigger? Das könnte ein Clou sein, ja. Ich weiß ja nicht, ja. Was? Mein Gott, ich bin so smart. Junge. Sherlock Holmes könnte mir in 100 Jahren das Wasser nicht reichen, ne? Niemals. Ja, krass. Dann haben wir den Turm auch aktiviert und dann können wir dann jetzt ganz entspannt zum Vogeldorf gehen, würde ich sagen, ne? So, drei Türme. Heute schon drei Türme aktiviert. Läuft. Nice. Da ist mein iPhone wieder upgradet. Oh, so, ich muss mich mal einmal ein bisschen anders hinsetzen. Oh, wenn ich so sitze, kann ich mal einmal ein bisschen die Beine ausstrecken. Ist das ein gutes Gefühl? Oh, Jesus. Okay, also wir müssen dahin. Achso, genau, wenn man dann hier in diese Gegenden kommt, wo man hinterhin muss, da wird es nämlich ultra kalt. Ist das die richtige Richtung? Ja, okay, das ist ein riesiger Vogel. Ich nehme mal an, das ist die richtige Richtung. So, unser Ziel sollte sein, so weit wie möglich über dieses Gebirge drüber zu kommen. Während da irgendwas vorbeischwebt. Weil ich sehe eine ganze Menge Schreine. Na gut, dann auf Ava. Ja, die Türme sind actually ziemlich cool, um dann auch den Punkt zu erreichen, zu dem man hin will. Einfach, weil man echt weit gleiten kann. Ne? Weit, weit weg von hier. Surprise! Oh, verdammt. Halt die Fresse. Der stirbt einfach nicht. Jetzt stirb! Wolf. Kann er nicht, ja? Wir werden auf jeden Fall gleich, glaube ich, so alles verkaufen müssen, was wir haben, weil man auf jeden Fall sinnvollerweise die Rüstung braucht, weil sonst friert man sich oben im Gebirge echt den Arsch ab und immer irgendwelche Sachen essen zu müssen, ist auch nicht das Wahre. Ist ja gut, ihr werft mit Steinen, ich hab's verstanden. Na. Wie viele Ställe hier in der Umgebung sind, finde ich allerdings krass. Na. Okay, eine Holzverlag, das haben wir noch gar nicht gesehen. Holzbündel finde ich immer eine gute Idee, falls man mal irgendwo mal ein Feuer machen möchte oder so. Immer gut zu haben. Ja.
Kaufner. Ja, ich will auf jeden Fall das Rondonit verkaufen. Und ich will auf jeden Fall den Topaz verkaufen. Ich glaube, wir können auch erstmal mit guter Gewissheit die ganzen Monster-Sachen verkaufen, weil die brauchen wir eh nicht. Erstmal zumindest. Ja, wir werden gleich einfach mal gucken, wie viel Geld wir brauchen. Ich meine, wenn ich mich recht zu erinnern, dass das nicht wirklich billig war. Ach, der... Dieser Riesenturm ist die... Ist das Dorf, das habe ich vollkommen vergessen, ne? Ich dachte schon, hä? Aber genau, die haben das ja an dem Ding da hochgebaut, vollkommen... Vollkommen Brain AFK bin ich, Der Weg ist das Ziel, Leute, habe ich gerade gemerkt. Ich dachte, ich müsste von hier aus noch weiter, aber ich bin schon da, Und hier auch wieder, das ist direkt wieder ein Schrein am Dorf, Einfach praktisch, Mann. Ein Eisenhammer. Gibt es irgendeine Waffe, die ich nicht brauche? Ja, die Zora-Lanzen wegzuwerfen tut mir eigentlich ein bisschen zu sehr leid, weil man die unheimlich gut gebrauchen kann für die Lichtschuppenlanze. Dafür bräuchte ich aber einen Diamond. Holy shit. Habe ich mir erschrocken. Jesus. Nicht so spaßig, ja. Ich hab's jetzt verstanden. Dramatische Musik, schreiender Vogel, der ist böse. Ist okay. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man braucht auch nicht alle Rüstungsteile. Ich glaube, wenn man ein oder zwei getragen hat, hat das schon gereicht, einen gegen die Großteil der Kälte zu schützen. So, du staubst mich doch als sicher, oder? Nicht? Das Gebet ist bereit. Wie viel von den Dingern habe ich denn schon? 3. Okay, das heißt ich. Okay. Also wir verkaufen einfach erstmal die beiden billigsten und dann schauen wir weiter. Das Dorf hat auch wirklich eine schöne Melodie. Das Dorf hat wirklich eine schöne Melodie. Zelda hat generell sehr friedvoll, angenehm, entspannte Musik. Andererseits hat Zelda auch wirklich gute Kampf-Soundtracks. Also Zelda hat einfach gute Musik. Fakt. Look it up. Normalerweise sind die Schreine in den Dörfern jetzt nicht der Hit. Oh, irgendwas mit Wind. Wer hätte damit gerechnet? Ja, wenn die Past Broadcast, das ist mir egal. Die Sachen kommen ja eh alle auf Tube. So, erstmal kann ich hier, glaube ich... Okay, hier ist eine Chest. Den Königsbogen jetzt nur genommen, weil er so eine gute Reichweite hat, aber ich glaube, im Grunde wollen wir den so wenig benutzen wie möglich. Jetzt müssen wir irgendwann noch mal so einen Doppelschussbogen bekommen. Oh, das ist nice. Wenn wir dann noch 2 Stück von kriegen, dann können wir unser Stasis-Modul voll upgraden. Und das ist actually ziemlich cool, weil ihr dann Gegner auch kurzzeitig stoppen könnt. Und das ist echt... Das ist ziemlich worth it. Das ist auch im Kampf gegen Leunen ultra praktisch, wenn ihr die einfach anhalten könnt, wenn die gegen euch chargen.
Okay, also ich glaube, nehmen wir mal an, wir müssen alle Windräder anmachen. Das heißt, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Windräder. Wie weit kann ich das komplett rumdrehen? Okay, 6 Windräder mit je 4 Positionen. Das heißt, 4 hoch 6 Möglichkeiten. Also ist Trial and Error hier wohl nicht der richtige Weg. Sondern wir müssen das irgendwie ein bisschen geschickter angehen. Okay, also diese Dinger hier, die beiden hier außen, die können. Der hier außen, der kann nur von dem hier oder von dem hier gedreht werden. Ich guck mal, das ist mal von oben an. Das kommt mir schwer wie eine Logikaufgabe vor. Okay, die da außen, die können. Das, der eine da. Der da. Der kann nur von dem rechts daneben oder dem links daneben gedreht werden. Die Frage ist, welcher ist es? Man kann das jetzt so ein bisschen Sudoku-mäßig spielen, indem man einfach irgendwas festlegt. Okay, wenn ich sage, dass das hier sein muss, so, dann sind die jetzt alle am Arbeiten. So, dann kann ich das Ding hier aber auf jeden Fall mindestens hierhin drehen. Okay. Dann kann ich das hier hinten drehen. Also die drehen sich immer in die gleiche Richtung, das ist ja toll. Ich sehe es schon an so einem Rätsel, werde ich Spaß haben. Jetzt hat man nur mit denen in der Mitte ein paar Probleme. Das heißt, wenn die in der Mitte das Problem sind, ich hab's gleich habe ich's, gleich habe ich's. Muss er das auch einmal von oben angucken. Okay, dieser Streifen hier hat nichts, der das vertikal andreht. Also so. Das heißt, die können nur von der Seite angedreht werden. Das heißt, ich muss also diese Räder auf jeden Fall alle so drehen, dass sie die Teile von der Seite andrehen. Anders geht's nicht. Das heißt, du musst das Teil von der Seite andrehen. Und das Teil, der kann auch nur von der Seite angedreht werden. Das heißt, die Beine in der Mitte sind fest, so wie sie sind. Du kannst auch nur von der Seite angedreht werden. Was? Okay. Absolut genius. Man muss nur einmal die Konstanten finden, dann wird das Ganze schon deutlich einfacher. Absolut brillant. Sagen, je mehr Zeichen der Bewährung ich kriege, desto mehr Bock hätte ich einfach spontan mal auf Schreinhand zu gehen. Einfach nur um. Ja, wenn man ein bisschen Methodik rangeht, dann sind diese Rätsel meistens nicht. Sache, dieses Spiel ist ja auch an Jugendliche und Kinder. Es ist ja FSK 12 gerichtet. Da denke ich mir immer, so schwer können diese Rätsel nicht sein. Und meistens sind sie das auch nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hätte schon Bock auf Schreinhand zu gehen und mir das Masterschwert zu holen. Ne? Ja, wir gucken jetzt erstmal, wie das mit den Titanen läuft, weil das Masterschwert macht die Titanen auf jeden Fall einfacher, so viel steht fest. Genau, das bin ich, it's me, Link. Ich weiß nicht, warum die Anführer der Stämme einfach immer groß. Warum sind das immer so Riesen? Warum sind die Anführer die einzigen Leute, die überdimensional wachsen und der Rest nicht? Ja?
der Nähe des Dorfes soll. Okay, you got me there. You got me. Ich geb. Du hast mir. Da hast du mich erwischt. Okay, wir werden jetzt einfach erstmal schlafen. Oder ne, wir. Wenn wir hier im Dorf sind, können wir das auch nachts machen, ne? Tja, wer weiß, ich bin jetzt auch kein Fachmann, was Läden angeht. Oh, Herzen, würde ich sagen. Ja. Wir fangen jetzt ein bisschen an, die Herzen zu sammeln für das Master Sword. Master Sword des. Ich finde die persönlich, die Orni, schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich meine, du kannst halt fliegen. Ich meine, das ist halt einfach cool, dass man fliegen kann. Fliegen können ist einfach ein Vorteil. Ich dachte, er wäre in der Nähe des Dorfes. Wo ist der jetzt, wo ich nicht bin? Ne? Wo bin ich jetzt lang gelaufen und wo war der Typ? Ich stehe genau auf dem Punkt. Die Musik ist echt schön, fuck ja. Du bist es nicht, du bist es nicht. Alles safe, Mann, du bist es nicht, ja. Okay, hier kann ich zumindest Bombenpfeiler kaufen, das ist schon mal gut zu wissen, ne? Cool. Jetzt kann ich Apfelkuchen machen, ne? Und hier gibt es da die Rüstungen, ne? 1000, 600, 550. Die können wir uns beide leisten und dann dürften wir eigentlich genug Kälteschutz haben. Ich dachte, der wäre in der Nähe des Dorfes, aber jetzt ist er doch im Dorf. Was ist hier los? Achso, jetzt soll ich auf einmal mit Bewohnern reden, okay. What is happening? Okay, also reden wir jetzt einfach mal mit irgendwelchen Leuten und gucken mal, was passiert. Ich dachte, hier stand hier nicht eine Vogelfrau rum. Ach ja. Vielleicht sollte ich doch schlafen und das morgen probieren. Wieso ist er? Ja. Theba, wo ist er? Ah, okay, das ist krasser Titan. Okay, Bombenpfeile sind auf jeden Fall der Trick, ich merke schon. Ein Schwalbenbogen, das ist so ein Doppelschuss-Ding, das will ich eigentlich auf jeden Fall haben. Was? Das ist auch eine geile Logik, so hier, ich brauche den gerade nicht, nimm meinen Bogen. Ich meine, ich gehe doch auch nicht hin und sage, hey, ich fahre gerade nicht mein Auto, nimm du es. Erzähle, in Ordnung. Den wir den Flugplatz nennen. Flugplatz. Okay. Flugplatz. Ah, ich erinnere mich. Ja, der Typ, der konnte mich nicht wirklich gut leiden. Der hatte immer richtig Rivalität mit mir.
Das gucken wir uns doch jetzt mal in Ruhe an. Jetzt kommt wieder ein episches Recken-Flashback. Beeindruckend, ich weiß. Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch empor in die Lüfte. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür. Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Garnon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Revali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Garnon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, habe ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's! Da oben! Moment, ich vergaß! Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch. Das könnte die Definition eines Arschlochs sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall nah dran, würde ich sagen. Für die muss das richtig crazy aussehen. Er kriegt auf einmal so einen Schlaganfall. Okay, wir müssen dahin. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall jetzt die Rüstung holen, weil wir die brauchen. Weil wir uns sonst nämlich richtig mies den Arsch abfrieren. Den Fehler habe ich nämlich letztes Mal gemacht. Als ich das Spiel normal gespielt habe, habe ich gedacht, ich würde da auch so irgendwie hinkommen. Aber dann wird es auf einmal ganz schön kalt und dann ist man ganz schön schnell, ganz schön gearscht. So, das kostet 1000. Das kostet 600, nehme ich. Und 550 nehme ich auch, ja. Okay. Down in Bed. Ich muss sagen, gegen das Down in Bed habe ich einige moralische Einwände, weil ich meine, Daunen. Ich meine, Vögel haben ja Federn, ne? Ich meine, das ist doch so, als würde ich jetzt meine Bettdecke mit menschlicher Haut füllen, oder? Ist es nicht genau das, was es ist? Also nicht, dass ich hätte da jetzt kein Problem mit, weil ich ein Psychopath bin, aber ich könnte verstehen, wenn Leute sagen, Moment. So, wie war das jetzt? Ich darf hier nicht rüberfliegen, sonst schießt der Titan mich ab oder so. Das war, glaube ich, die Message. Passiert hier irgendwas? Aber da unten war ja ein Stall, wenn ich mich recht entsinne. Also gehen wir einfach zum Stall und ja. Holen uns ein Pferd und chillen ein bisschen unser Leben. Ich glaube, das Pferd hat keine Probleme mit Geschwindigkeit, wenn ich mich recht entsinne, aber. Mit Geschwindigkeit, mit Temperatur, aber. Lol. Eine Fee. Feen sind cooler, das ist wie ein zweiter Segen.
Die retten einem den Arsch, aber nicht damit rettet er. Und ansonsten isst man sie. Was ich an sich ein bisschen hart finde, aber okay. Jedem, was ihm am meisten zusagt. Hol mein Pferd. Plätze. Danke. Und dann mal los da.